Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Hygrometer-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die TFA Dostmann Comfort. Das TFA Dostmann Convenience Control Hygrometer ist, wie die meisten Geräte unseres Hygrometer-Kontrasts, ein Thermohygrometer. Entsprechend kann es die aktuelle Temperatur zusätzlich zur Luftfeuchtigkeit messen. Darüber hinaus kann das Hygrometer die niedrigsten und höchstmöglichen Daten speichern. Bei Bedarf können Sie diese Werte durch Drücken einer Taste anzeigen. Sie können die minimalen und maximalen Datensätze zusätzlich von Hand zurücksetzen. Die temperaturbestimmende Baureihe des Comfort Control Thermohygrometers beträgt minus 10 bis 60 Stufen Celsius. Der feuchtigkeitsbestimmende Bereich liegt bei 1 bis 99%. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Thermoprotter P53. Dieses elektronische Hygrometer mit Thermostat von Thermopro ist in Weiß entwickelt. Es hat abgerundete Kanten und auch ein LCD-Geschenk. Der Bildschirm ist 3,3 Zoll sowie hat eine orange Hintergrundbeleuchtung. Sie können die Hintergrundbeleuchtung mit einer Touch-Taste einschalten. Das Hygrometer zeigt die aktuelle Feuchtigkeit und Temperatur zusätzlich zu den minimalen und auch optimalen Werten, die nach dem letzten Reset oder am letzten einem Tagen gemessen wurden. Auf dem Bildschirm können Sie an 2 Pfeilspitzen sehen, ob die Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur steigen oder fallen. Auf Platz 3 haben wir die Digitales Thermohygrometer. Das Oria Innenthermohygrometer ist mit einem 2,5 Zoll LCD-Display ausgestattet. Auf diesem können Sie sowohl die vorhandene Temperatur als auch die aktuelle Luftfeuchtigkeit sehen. Darüber hinaus zeigt das Modell die höchsten und auch günstigsten Messwerte und auch den Trend in Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die temperaturbestimmende Sorte dieses feuchten Messgeräts von Oria liegt zwischen 0 und 50 Grad Celsius und auch die Temperaturpegelgenauigkeit beträgt plus eine Stufe Celsius. Das Thermohygrometer behandelt die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 99%, mit einer Genauigkeit von plus 5%. Umzug auf Nummer 2 haben wir die IPA Thermometer Hygrometer. Dieses hochwertige Hygrometer ist ein ganzer Vorschlag, wenn Sie ein Design suchen, das für Sie zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Als einzigartiges Merkmal wird das IPA Hygrometer in einer winzigen, Werkzeug- und großen Version angeboten, wobei der einzige Unterschied die Dimension des Displays ist. Als Beispiel wird die mittlere Version mit einem 3,8 Zoll LCD-Display empfohlen. Um sicherzustellen, dass es sich erstellt, dass Sie alle Informationen besonders bequem überprüfen können. Dieses Gadget ist aus diesem Grund unglaublich geeignet für den Einsatz in Ihren eigenen vier Wänden, an einem Arbeitsplatz oder auf Reisen. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Thermoprotter P55. Das Thermoprotter P55 Messgerät ist ein digitales Hygrometer mit Thermostat. Einerseits zeigt es die vorhandene Luftfeuchtigkeit und das aktuelle Temperaturniveau. Auf der anderen Seite können Sie die günstigsten zusätzlich zu den höchsten Werten, die das Werkzeug innerhalb der letzten 24 Stunden auf diesem bestimmenden Werkzeug ermittelt hat, überprüfen. Eine Pfeilspitze auf dem Bildschirm zeigt Ihnen, in welche Richtung sich Feuchtigkeit und Temperatur entwickeln. Dazu wird das Hygrometer mit einem Komfortzonenschild versehen. Die Bereiche bestehen aus Trocken, Convenience und Wet. Dank dieser Bereiche können Sie schnell feststellen, ob die Feuchtigkeit auch reduziert oder teuer ist oder ob sie sich in einem normalen Bereich befindet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.